Aktien sind viel schlechter, als du denkst. Die Auflösung gibt's jetzt in diesem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einer Überraschung. Und zwar erzähle ich euch heute, warum Aktien richtig schlecht sind. Sogar schlechter als Staatsanleihen. Ich erzähle euch heute die Geschichte von der Aktienlüge. Ich garantiere dir, wenn du das Video gesehen hast, wirst du ganz anders über Aktien denken. Und wenn du jetzt nicht glaubst, dass Aktien schlechter sind als Staatsanleihen, dann bleib unbedingt dran. Jetzt nicht gleich nervös werden und das ganze Depot ausräumen. Natürlich stehen wir nach wie vor auf Aktien. Wir wollen nur ein bisschen euren Blick schärfen. Und da ist uns eine sehr spannende Studie in die Hände gefallen, die einfach mal beleuchtet, wie gut Aktien in den letzten 20 Jahren abgeschnitten haben. Und diese Studie heißt Do Global Stocks Outperform US Treasury Bills? Und die haben erstellt 4 Wissenschaftler von der Arizona State University und von der Hong Kong Polytechnic University. Und was die genau untersucht haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Die zentrale Frage ist, sind Aktien denn jetzt tatsächlich besser als Anleihen? Und unsere 4 Wissenschaftler wollten das ganz genau wissen. Sie haben sich insgesamt 62.000 weltweite Aktien angeschaut. Und zwar über einen relativ langen Zeitraum, über 28 Jahre von 1990 bis 2018. Natürlich gibt es noch längere Zeiträume, das ist jetzt nicht die ultimative Weisheit, aber es ist sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Ich schaue jetzt mal kurz auf meinen Zettel. Das Ergebnis, 56% der US-Aktien haben schlechter abgeschnitten als einmonatige US-Staatsanleihen. Und außerhalb der USA lief es noch schlechter. 91% der Nicht-US-Aktien underperformten die Anleihen. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, was sie sich angeschaut haben. Also sie haben sich die Durchschnittsrenditen angeschaut und das bezieht sich dann natürlich alles immer auf diese Gesamtstichprobe. Das klingt jetzt erstmal nach einer Katastrophe. Das klingt wirklich danach, als wären Aktien der ultimative Wertvernichter nach dem Motto, um Gottes Willen. Also eigentlich Aktien, da lege ich mir lieber Anleihen ins Depot. So ganz ist es natürlich nicht. Das Problem sind halt immer die Durchschnittswerte. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn man jetzt mal sich Deutschland anschaut und wir sagen jetzt mal, im Durchschnitt verdient jeder 3.000 Euro. Dann würden wir jetzt daraus folgern, ja, Durchschnitt, das heißt, alle verdienen das irgendwie, dann geht es auch allen gut. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil Durchschnitt, ja, sagt ja unterm Strich nicht wirklich viel aus. Das heißt ja nur, dass einige mehr verdienen, einige weniger und dann im Durchschnitt kommen halt 3.000 Euro raus. Das heißt, diese Durchschnittswerte hier sind jetzt auch sehr gefährlich. Das heißt jetzt nicht, dass Aktien schlecht sind. Aber man muss sich natürlich ein sehr differenziertes Bild machen. Es gibt natürlich sehr viele Aktien, die auf gut Deutsch gesagt scheiße sind. Und die sollte man sich dann nicht ins Depot legen. Und was wirklich verstörend ist, in den USA sind nur die besten 1,3% aller Aktien, 1,3% sind für 44,7 Billionen Dollar verantwortlich, die dazugekommen sind in diesem Zeitraum. Also von 1990 bis 2018 wurden praktisch fast 45 Billionen neuer Börsenwert geschaffen und das geht auf die Rechnung von gerade mal 1,3%. Das heißt, ja, die Marktbreite war da nicht wirklich da. Das heißt, die großen Player haben das einfach angeschoben. Die schauen wir uns auch gleich noch an, wer das sind. Wahrscheinlich habt ihr die meisten schon auf dem Zettel. Man kann es sich schon denken, aber es sind auch ein paar Überraschungen dabei und wir werden uns auch vor allem die Verrecker gleich noch anschauen. Ist auch sehr spannend, also die größten Wertvernichter. Und in Europa ist es noch krasser, da wurden nur 16 Billionen Dollar an Börsenwert neu geschaffen, also was heißt nur im Vergleich zu den USA, da waren es 45. Und diese 16 Billionen Dollar, die außerhalb der USA geschaffen wurden, das war noch schlimmer, da war nämlich weniger als 1% dafür verantwortlich. Also da sieht man, dass die USA eigentlich sogar noch eine größere Marktbreite haben, obwohl die mit Abstand die größten Player haben, also außerhalb der USA, weniger als 1% praktisch für eine sehr, sehr große Wertschöpfung verantwortlich. Und das macht schon ein bisschen nachdenklich. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Ich glaube, wir haben jetzt alle Basics geklärt. Ihr könnt das natürlich noch mal ganz in Ruhe nachlesen. Die Studie ist jetzt nicht mehrere hundert Seiten lang, aber es steht schon ein bisschen was drin. Wir verlinken euch das noch mal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch wirklich da noch mal ganz tief einarbeiten und euch das alles ganz genau anschauen. Was natürlich schon ein bisschen verwundert bei den Zahlen, es gibt ja in der Finanzmarkttheorie das sogenannte Equity Premium Risk.
Das heißt jetzt auf gut Deutsch, dass man für Aktien natürlich ein gewisses Risiko eingehen muss, aber die Rendite, die man dafür kriegt, ist eigentlich sehr attraktiv. Das heißt, man kriegt eigentlich mehr Rendite als das Risiko, das rechtfertigt. Man kann es vielleicht noch anders ausdrücken. Aktien sind schon riskant, aber nicht so riskant, wie das eigentlich sozusagen die Belohnung dafür ist. Also man könnte sagen, Aktien sind auf jeden Fall sinnvoll, weil du ein gewisses Risiko eingehst, aber das Risiko wird immer belohnt, weil du einfach immer mehr dafür kriegst, als du gibst sozusagen. Und das gibt es eben bei Anleihen nicht. Also man vergleicht ja dieses Premium Risk dann mit risikofreien Anleihen. Also Anleihen gelten ja immer als risikofreie Anlage. Bei den Treasury Bills würde ich das unterschreiben. Denn wenn die USA pleite gehen sollten, dann wird es schon sehr, sehr düster. Also ich glaube, dann ist alles wurscht. Bei anderen Staatsanleihen würde ich das natürlich nicht mehr unterschreiben. Da hat sich der Wind schon ein bisschen gedreht. Selbst bei deutschen Staatsanleihen kann man jetzt mit dieser ganzen Euro-Thematik jetzt auch nicht mehr sagen, dass es da gar kein Risiko gibt. Aber trotzdem umso beeindruckender ist natürlich, dass man eigentlich sagt, okay, Aktien sind eigentlich sehr attraktiv vom Chance-Risiko-Verhältnis. Und dann kommen jetzt hier 4 Wissenschaftler und rechnen uns vor, dass Aktien eigentlich mehrheitlich schlechter sind als US-Staatsanleihen, einmonatige. Also das ist schon sehr kurios. Aber es gibt natürlich auch massive Player, die wir, wie wir schon gerade angesprochen haben, die sehr, 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 sehr viel Wert generieren. Und die sollte man dann natürlich im Depot haben. Und jetzt schauen wir uns das gleich mal genauer an, welche Aktien denn da so viel geleistet haben für unsere Depots in den letzten 28 Jahren. Gleich kommen wir zu den Aktien-Champions, aber ich würde euch gerne noch zeigen, was die Wissenschaftler genau untersucht haben, also in welchen Ländern sie unterwegs waren, weil das ist ja auch sehr interessant für das Ergebnis, dass man mal sieht, was da alles eingeflossen ist. Denn 62.000 Aktien weltweit, das ist schon eine Hausnummer, und jetzt blenden wir da mal eine Tabelle ein. Da sieht man natürlich, dass die USA wie immer eine dominante Rolle spielen. Die USA sind natürlich immer übergewichtet, ob das jetzt beim MSCI World ist oder auch in dieser Studie 17.310 Aktien, das ist schon ein großer Anteil von 62.000. Aber man sieht schon, wie breit gestreut das ist. Also da ist wirklich alles dabei. Da ist auch Nigeria dabei, natürlich die Türkei, Taiwan, Singapur, Israel auch mit fast 600 Aktien. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr breite Studie. Man sieht auch, dass UK mit mehr als 4.000 stark vertreten ist. Natürlich auch Frankreich, Deutschland, die Klassiker, Japan natürlich. Taiwan ist auch sehr hoch gewichtet mit mehr als 2.300. Südkorea, alles spannende Märkte. Und ich finde, das ist natürlich schon sehr aussagekräftig dann, wenn man sich jetzt natürlich nur ganz spezifische Märkte anschaut, ist das auch sicherlich spannend. Aber das ist wirklich schon sehr, sehr breit. Also 62.000 Aktien und das praktisch in jedem Markt, das ist schon eine Hausnummer und wie gesagt eine sehr spannende Untersuchung. Und jetzt, was noch spannender ist, welche 5 Aktien jetzt die besten waren. Jetzt kommen wir zu den Top 5. Nehmt euch vielleicht noch mal eine Sekunde Zeit, überlegt, wer da dabei sein könnte. Ich glaube, ihr kommt auf die meisten drauf. Also auf die ersten 4 würde ich sagen, kommt man auf jeden Fall. Der 5. ist eine kleine Überraschung. Also klar, wer ist dabei? Natürlich Apple und Amazon, Microsoft, Alphabet. Ich glaube, die 4, da hätte man wirklich drauf kommen können, ist jetzt keine Überraschung. Und die Nummer 5 ist ExxonMobil. Also auch ein Aktienklassiker natürlich, aber wäre ich jetzt persönlich auch nicht drauf gekommen. Und das sind jetzt nur die Top 5. Wir wollen uns jetzt natürlich aber auch noch anschauen, wer dahinter kommt. Gleich zeigen wir euch die komplette Tabelle, aber jetzt noch ein Fakt, der mich wirklich von den Socken gehauen hat. Diese 5 Konzerne, also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und ExxonMobil, machen insgesamt nur 0,008% der gesamten Stichprobe aus, also von diesen 62.000 Aktien. Aber sie sind verantwortlich für 8,27% der sogenannten Global Net Wealth Creation in diesem Untersuchungszeitraum. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also eigentlich kann man sagen, 5 Aktien waren die Alleinunterhalter, wenn man es jetzt mal ganz plakativ formuliert, in den letzten 28 Jahren. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wer da noch sehr gut abgeschnitten hat. Und jetzt blenden wir euch mal die Tabelle ein. Da sehen wir die besagten Top 5 und dahinter kommt schon Berkshire Hathaway. Hätte man auch drauf kommen können. Da kommen eben schöne Klassiker wie Johnson & Johnson, auch Intel landet sehr weit vorne, Procter & Gamble, natürlich Nestlé, das sind wirklich die Aktienklassiker. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch dabei überrascht oder wo ihr vielleicht gedacht hättet, Mensch, da hätte ich alles gewettet, dass der dabei ist und der ist jetzt nicht in dieser Liste aufgetaucht. Also wirklich einige sind schon sehr offensichtlich. Visa, Wells Fargo ist ja auch so eine Warren Buffett-Aktie. Und man sieht auch wieder, dass sehr viel
USA natürlich vertreten ist, aber auch drei Schweizer dabei. Also das ist schon auch durchaus der Rede wert oder aller Ehren wert. Novartis zum Beispiel noch mit dabei. Auch, was man natürlich sagen muss, keine deutsche Aktie dabei, ist jetzt keine große Überraschung. Zwei Franzosen haben es reingeschafft, LVMH und L'Oréal. Und auch eine niederländische, gut, ist jetzt nicht rein niederländisch, Unilever. Aber Deutschland leider mal nicht vertreten. Also hoffen wir, dass das in den nächsten 28 Jahren besser wird. Jetzt haben wir uns die besten Aktien angeschaut. Jetzt wollen wir natürlich auch noch schauen, wer am meisten Kapital vernichtet hat. Ist natürlich auch eine spannende Sache. Und ich hoffe, dass ihr davon keinen im Depot hattet. Vor allem nicht über 28 Jahre. Jetzt schauen wir mal auf die Tabelle drauf. Und da sehen wir ja den Spitzenreiter in der unteren Hälfte. Und das ist Japan. Da sind sehr viele japanische Aktien dabei, Negativspitzenreiter Petrochina, da sieht man schon, dass da richtig Geld vernichtet wurde. Und was auch spannend ist, dass zum Beispiel eine russische Aktie dabei ist mit Gazprom. Deswegen will ich auch nochmal davor warnen, nur aufs KGV zu schauen. Es ist natürlich spannend, nach diesem Value-Ansatz zu gehen und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt unterbewertete Aktien. Aber nur weil das KGV niedrig ist, ja, muss die Aktie noch lange nicht steigen. Gazprom ist auch schon seit sehr vielen Jahren sehr günstig bewertet. Auch die deutschen Autobauer sind jetzt schon seit einigen Jahren sehr billig. Zum Beispiel Daimler, BMW hat sich aber jetzt nicht wirklich ausgezahlt. Vielleicht natürlich noch langfristig. Aber wie gesagt, einfach nur aufs KGV schauen oder einfach nur auf eine Zahl zu schauen und nach dem Motto, ist billig, ist oft ein Fehler oder auch Aktien, die im freien Fall sind, die es richtig zerlegt hat. Klar, es kann immer ein Turnaround geben, aber es ist noch lange keine Garantie, wenn etwas gefallen ist, dass es dann wieder steigen muss. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da tatsächlich einen im Depot habt. Also wie gesagt, ich hoffe es nicht. Oder was euch dabei überrascht oder wo ihr sagt, um Gottes Willen, so eine Aktie würde ich niemals anfassen. Selber schuld, wenn man sowas im Depot hat. Was schließen wir jetzt daraus? Ich will euch natürlich noch was mitgeben. Die Frage ist, was fangen wir jetzt mit dieser Studie an? Also, es ist sozusagen die Aktienlüge. Ihr solltet euch schon klar machen, dass man jetzt nicht einfach blind Aktien kaufen kann. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ein Depot breit zu streuen und sich ganz genau anzuschauen, was da im Depot ist. Ich glaube, dass das auch wirklich jeder Privatanleger kann. Wir hatten ja schon oft bei Roast My Depot Leute da, die jetzt vielleicht nicht die ultimative Strategie hatten, aber die trotzdem ein sehr anständiges Depot haben. Und es ist halt auch einfach eine Frage der Philosophie. Wir hatten kürzlich Andreas bei uns, der hatte mehr als 50 Aktien und der war richtig, ich sage jetzt mal, positiv ein Freak, der sich da richtig reinfuchst, der da Spaß dran hat und der einfach gesagt hat, ah, ETF ist mir zu langweilig. Und das finde ich auch mega gut, wenn man einfach einen Anleger da hat, der sagt, ETF brauche ich nicht, ich mache das wirklich selber. Und klar, er hatte auch ein paar Klumpenrisiken drin, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Er hatte diese Nell, diese Wasserstoffaktie, die auch sehr spannend ist, aber die hat mehr als 20% oder mehr als 19% von seinem Depot ausgemacht. Ist da natürlich schon auch ein gewisser Zock. Und dann hatten wir neulich einen ganz anderen Charakter da im Roast My Depot davor. Lars, der hatte, glaube ich, nur 10 Positionen, hatte schon 2-3 ETF und hat dann auch im Gespräch, man hat schon gemerkt, dass er eigentlich ja, vielleicht noch ein bisschen mehr auf ETF umstellen will, weil er einfach gesagt hat, ja, mir macht das schon Spaß, aber ich will jetzt da auch nicht mein ganzes Leben damit verbringen. Ich will jetzt nicht da 20 Stunden die Woche reinstecken und das ist auch vollkommen okay. Sagen vielleicht einige von euch daheim, gut, das ist dann kein richtiger Anleger, das ist dann einfach nur so ein ETF-Käufer. Und nehme ich nicht ernst, aber ich finde das sehr schwierig, immer dann die absolute Meinung zu vertreten oder die absolute Musterlösung. Ihr müsst euch heute halt einfach zu Hause fragen, was ihr wollt und was ihr investieren wollt. Also wenn euch das wirklich Spaß macht und wenn ihr sagt, ich will diese Outperformance probieren und ich suche mir jetzt wirklich 30 Aktien raus, versuche vielleicht den Value-Ansatz oder versuche wirklich einen Ten-Bagger zu finden, wie dann diese Wasserstoffaktie oder eine Fischzuchtaktie oder jetzt vielleicht in Taiwan die ultimative Aktie, die wirklich noch kein Schwein hier kennt, dann macht das gerne. Aber seid euch natürlich bewusst, dass das gewisse Risiken hat und rechnet euch auch unbedingt mal die Rendite aus, also die Nettorendite. Es gibt ja zum Beispiel diese Opportunitätskosten, das ist eine sehr unschöne Sache, denn wenn man natürlich pro Monat sehr viel Arbeit, Recherche reinsteckt in diese Aktienarbeit und unterm Strich bleibt dann vielleicht sogar eine Outperformance hängen, aber vielleicht nur eine Outperformance von 1% gegenüber einem ETF, dann ist natürlich schon die Frage, ob sich das lohnt und ob man in dieser Zeit nicht einfach anders Geld verdienen kann. Also stellt euch einfach mal diese Frage und wenn ihr sagt, nee, das ist absolut richtig, so wie ich das mache, dann macht das. Und wenn ihr einfach zu so einem rationalen Ergebnis kommt wie Lars, der sagt, ja mei, ich kann jetzt auch gut drauf verzichten, auf die Aktienrecherche,
Ich hole mir die einfach ins Depot, verfolge das ein bisschen, aber ich stelle einfach noch mehr auf ETF um. Ich will einfach möglichst wenig Stress haben und nehme dafür auch in Kauf, dass ich dann vielleicht nur 5-6% im Jahr mache und keine 10, 11 oder 15. Dann ist doch das auch vollkommen okay. Schreibt doch mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt sehr interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze und das ist ja auch genau richtig, denn es muss auch unterschiedliche Ansätze geben, weil einfach jeder individuell das auf sich zuschneiden sollte und da glaube ich, kann auch jeder glücklich werden und dann glaube ich, ist auch am Ende wurscht, ob ihr dann 10 oder 5% habt. Es geht auch nicht ständig darum, sich miteinander zu vergleichen, sondern man muss einfach seinen eigenen Weg finden und darf diese Aktienlüge nicht aufsetzen, dass man sagt, okay, einfach Outperformance schafft jeder, einfach ein paar Aktien kaufen und dann wird das schon. Leute, ich freue mich auf eure Antworten und jetzt schließen wir dieses Video. Also Aktien sind gut, Aktien gehören ins Depot, aber nochmal die Warnung, ganz genau hinschauen, denn nicht jede Aktie ist gut und gerade langfristig kann man dann ziemlich auf die Schnauze fallen, wenn man sich überschätzt oder wenn man einfach nicht breit genug gestreut hat. In diesem Sinne, kommentiert fleißig, liken, teilen, abonnieren und natürlich die Glocke betätigen, dass ihr kein Video mehr von der Mission Money verpasst. Und jetzt sage ich nochmal danke fürs Zuschauen, danke auch vom Team und wir sind jetzt raus. Wir sehen uns. Ciao.